Planungskosten für die Architektenleistung. Und dazu war es erforderlich, dass wir vorher ein Verfahren gemacht haben, ein Vergabeverfahren. Und in dem Vergabeverfahren ist dann entschieden worden, dass der Herr Pape mit seinem Partnerbüro die Planungsleistung erbringt. Also für die Hauptplanungen. Daneben gibt es natürlich auch noch so ein ganzes Sortiment an Fachplanern. Er hat so eine ganze Fußballmannschaft mittlerweile zusammen. Das ist halt heute so vorgeschrieben und bei größeren Bauformen erforderlich. Und als wir ihn ausgewählt haben, danach konnten wir, da wussten wir ja, was das kosten wird, die Planungsleistung, und dann konnten wir einen Förderantrag stellen beim Sozialministerium in Wiesbaden. Mittel aus der gesundheitlichen Infrastruktur ist der Topf zur Förderung der Planungsleistung. So. Und das dauert dann ein bisschen. Da waren die Sommerferien dazwischen. Wattenberg hatten wir gerade noch vor den Sommerferien. Und jetzt ist vor wenigen Tagen der Bescheid gekommen. Und wir bekommen die Planungsleistung, also das, was Herr Pape macht für die Gebäudeplanung, das bekommen wir gefördert. Mit wir meine ich die Gesundheit Waldeck-Frankenberg GmbH und die Stadt Frankenau. Wir teilen uns mit dem Bürgermeister. Operativ bearbeiten muss das alles Frau Wilke. Kennen Sie ja schon, Frau Wartefeld. Hallo. Und Olaf, ja. Das ist ja auch die Geschäftsführerin unserer Gesundheit Waldeck-Frankenberg GmbH. Und das Land hat sich entschlossen, weil Frau Wilke immer so hartnäckig ist, die Planungskosten zu 100% zu übernehmen. 100% die Nettoplanungskosten. Was wir dann auf der Jacke haben, ist die Mehrwertsteuer. Und wenn wir andersrum rechnen, dann, aber das ist deren offizielle Lesart, sie übernehmen die Planungskosten, aber wir müssen die Mehrwertsteuer bezahlen. Wenn wir es andersrum rechnen, so einfache Mathematik, wie wir das so alle in der Schule gelernt haben, sind das 80% des Gesamtaufwands mit Mehrwertsteuer. Und das sind, mein lieber Bürgermeister, guck mal, Hülle haben wir auch drum, 168.501,49 €. Das mittwochs morgens um 8:30 Uhr, besser kann es nicht laufen. Ne? Wunderbar. Shampoo, Champagner, Bier, alles was haben. Damit Sie das, damit so, das auch richtig kann, eingeordnet jetzt kann werden der Herr kann. Herr Pape auch offiziell loslegen. Bisher hat er nur im Schatten gearbeitet, ja, genau. Schattengeschäfte. Weil Sie wissen ja, wer das ist. Das ist, lernt man im öffentlichen Dienst im ersten Schuljahr. Wer anfängt ohne Bewilligungsbescheid, ne, der hat verspielt. Der kriegt nichts mehr. Das ist förderschädlich. Also mit heutigen Bisher Tagen war der im Schatten tätig. Jetzt können wir ihn ins helle Licht stellen. Jetzt fange ich an, Geld zu verdienen. Bisher war das auf eigenes Risiko. Dann 85%. Das ist das Bauen. Das kommt später. Erst muss er jetzt die Baugenehmigung erwirken und parallel hat die Stadt noch so einen kleinen Auftrag. Ihr müsst das. Es war nämlich, als diese Aussage mal kam, war immer auf dem Wissensstand Frankenau genauso weit wie Battenberg. Battenberg ist schon länger in der Dorfentwicklung. Wir sind jetzt ganz frisch aufgenommen worden. Wir sind ja noch in der Erarbeitung des integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes und der gesamten Projektliste. Da muss das die Projekt halt und bei der Projektliste muss dieses Projekt am besten prioritär ganz oben an Platz 1. Nee, das ist egal, weil das hier als Sonderprojekt ist. Sonst könntet ihr ja sonst nichts machen. Das ist als Sonderprojekt, es muss nur in der Liste stehen. Wir müssen es damit aufnehmen und dort wird die Beschlussfassung März, April nächsten Jahres sein. Und somit wird Battenberg an der Stelle immer ein paar Monate vor uns sein, aber das ist völlig okay. Nur dieses hat, was gerade der Karl-Friedrich Fräser an der Stelle gesagt hat, sorgt hier und da immer für Verunsicherung. Ach, die Battenberge sind vorne, passiert denn überhaupt noch was in Frankenau? Natürlich. Und das hat der erste Kreisbeigeordnete an der Stelle ja gerade nochmal unterstrichen. Beide Projekte sind gut unterwegs. Ja, das war ja auch immer klar, die Battenberger sind voriges Jahr in die Dorferneuerung gekommen, ihr in diesem Jahr, ihr müsst das Entwicklungskonzept jetzt erst aufstellen. Außerdem, Frau Wilke hat auch noch so einen ganz kleinen Nebenjob beim Gesundheitsamt, die muss auch nicht nur Ärztezentren bauen, insofern ist das gut, wenn nicht alles auf einmal kommt. Ne? Jetzt lacht das Geld, 14 Tage brauche ich auf dem Konto, hier steht 8. September. Guck am eigenen müsst ihr die Stempel. Getränke müsst ihr bezahlen. Ich glaube es. Von den Zinsen. Ich glaube, es ist kaltem Wasser gewaschen oder was. Ja. Ja. Nein, ich glaube, es ist heute wirklich ein schöner Tag, wieder nochmal ein tolles Zeichen. Der erste Stadtrat Rainer Lange. Dann können wir das heute Abend im Parlament auch nochmal wirklich schön verkünden, dass auch das Projekt neben dem Edeka auch heute Gesundheitshaus nochmals mit diesem tollen Förderbescheid, lieber Karl Friedrich, nochmal Schwung bekommt und jeder weiß, hier machen wir keinen Spaß, hier machen wir ernst. Wir wollen die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, liebe Frau Wilke, positiv beflügeln und auf den Weg bringen, dass sich Dienstleister nicht mehr so alte Burgen ans Bein binden müssen wie früher. Das macht heute keiner mehr, sondern dass wir modernes Gebäude errichten,
in dem sich die Dienstleister wohlfühlen und auch gerne kommen. Genau. Deren Wünschen dann aber auch so gebaut wird. Ne? Das ist ja wirklich ein Service, muss man sagen. Gibt es nicht so oft. Genau. Nicht unter Betätigungsmangel. Jetzt brauchen Sie auch nicht mehr im Keller zu arbeiten, im Dunkeln. Jetzt im Nein, ich brauche das jetzt nicht mehr heimlich machen. Ich kann jetzt das Licht einschalten. Ja, ja. Und aber auch nochmal zu dem Thema ZMVZ, also dieses Zahnärztliche Medizinische Versorgungszentrum. Da hat es schon ein Gespräch gegeben in den Büroräumen von meinem Kollegen Carsten Braune. Das hatten wir gemeinsam da durchgezogen. Und das war hochinteressant und auch sehr vielversprechend, das Gespräch, weil diese zahnmedizinischen Anbieter von Praxen sehr gezielt sagen können, was sie wollen. Die wissen ganz genau, wie der Bedarf aussieht. Und das war ein sehr positives Gespräch und ich denke, dass man da zusammenkommt.